Leere Scheunen, leere Häuser. Nach Jahrhunderten wirtschaftlicher Blüte bricht im Jahr 1347 die größte Katastrophe des Abendlandes über die Menschen herein, die Pest. Nach 3 Pestjahren ist ein Drittel der Bevölkerung gestorben. Nun gerät die Geschichte der Ritter zu einem Drama. Im Bauernhaus und nicht nur auf dem Schlachtfeld entscheidet sich ihr Schicksal. Pest. Fluren und Felder versteppen. Weniger Bauern, weniger Steuern. Schwert, Ross und Reiter werden vom Bauern bezahlt. Seine Steuern kassiert der Ritter und kauft dafür Waffen. Was aber passiert, wenn es keine Bauern mehr gibt, die Steuern zahlen? Mit den Menschen sterben die Dörfer. Ein Viertel aller Siedlungen in Deutschland verschwindet von der Landkarte. Wüstungen nennt man sie. Ruinen ohne Menschen. Wir stellen uns das Leben eines Edelmanns sehr komfortabel vor. Samt und Seide, Wein, Wildbret und Leckereien. Doch das Mittelalter kennt andere Verhältnisse. Trockenbrot und Haferschleim. Im zugig kalten Saal aus besseren Zeiten residiert 1350 ein kleines Grüppchen. Der Grundherr lebt von den Steuern, dem Zehnten, die ihn seine Bauern zahlen. Arme Bauern bedeuten für den Ritter ein armseliges Leben. Deshalb isst auch der Edelmann Getreidebrei zum Frühstück, zum Mittagessen und zu Abend. Wir müssen daran denken, das nächste Mal, wenn wir den Zehnten. Im Mittelalter ist eine ausgewachsene Kuh so klein wie heute ein Kalb. Sät der Bauer Korn, so erntet er im Herbst oft nur ein Drittel Überschuss. Der Rest wird wieder Saatgetreide. Ritter, die von Ackerbau und Viehzucht reden, sind nicht selten im Mittelalter. Jahrhundertelang konnten sich Edelleute im Kampf hervortun, Land erobern. Ruhm erringen. Der Ritter hat ein Privileg. Nur er darf Waffen tragen. Nur er darf kämpfen.